Die Bundesregierung steht vor dem Aus. Was bedeutet das für den angekündigten Game Changer in der privaten Altersvorsorge, dem Altersvorsorgedepot? Und vor allem, wie machst du das Beste aus der aktuellen misslichen Lage? Das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Hier geht es ums langfristige Investieren. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Hier geht es um den Vermögensaufbau, den langfristigen Vermögensaufbau. Das ist natürlich ideal geeignet, um beispielsweise der Altersarmut vorzubeugen, um die Rentenlücke zu schließen. Was genau du dann bezweckst, ob du einfach nur die Rentenlücke schließen möchtest oder ob du eines Tages finanziell frei sein möchtest, auch vorzeitig in den Ruhestand gehen, von passivem Einkommen leben, das bleibt natürlich dir und deinen Zielen überlassen und deinem Ehrgeiz überlassen. Fakt ist jedenfalls, dass mit dem Aus der Bundesregierung, ich hatte noch gehofft, dass sie sich noch so lange vertragen, bis das Altersvorsorgedepot durch ist und auch das Generationenkapital durch ist. Aber es hat nicht sollen sein. Die genauen politischen Gründe und so weiter, das kannst du woanders lesen. Hier geht es also jetzt wirklich ganz konkret darum, wie machst du das Beste aus der aktuellen Lage, wenn das Generationenkapital und das Altersvorsorgedepot nicht kommen würde. Generationenkapital ist ja der Einstieg in die kapitalgedeckte Rentenversicherung. Das heißt, momentan haben wir das reine Umlageverfahren. Rentenversicherungsbeiträge werden eingezogen von deinem Gehalt unter anderem oder insbesondere. Und das wird dann auch gleich wieder ausgegeben, um eben die Renten zu bezahlen, die Rentner. Was im Prinzip ja okay ist, was aber nicht mehr funktioniert, aufgrund der demografischen Entwicklung, wie wir sicherlich alle wissen. Und deshalb sagt man jetzt, okay, wir möchten auch Renditen erwirtschaften am Kapitalmarkt, sprich an der Börse. Und mit Hilfe dieser Renditen wollen wir das Rentenniveau sichern. Und jetzt kommt's. Der Ziel ist der Erhalt des Rentenniveaus bei 48%. Bei 48%. Das heißt, nehmen wir mal an, in der Zukunft kriegst du ein Kassengehalt am Ende deines Arbeitslebens von 10.000 Euro brutto und dann gehst du in Rente und im nächsten Monat hast du nicht mehr 10.000 Euro brutto, sondern nur noch 4.800 Euro brutto. Und davon sollst du jetzt leben, also weniger als die Hälfte. Faktisch hast du ein bisschen mehr als die Hälfte, weil du wirst weniger Steuern bezahlen und auch deine Sozialversicherungsbeiträge, immerhin aktuell derzeit 20% auf Seiten des Arbeitnehmers ungefähr. Die sind natürlich dann entweder niedriger oder sie gibt es gar nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass du auch in Zukunft keine Rentenversicherungsbeiträge mehr bezahlen musst, wenn du Rentner bist. So genau wissen wir es nicht. Jedenfalls bleibe ich dabei, es ist deutlich zu wenig zum Leben. Beziehungsweise um seinen Lebensstandard beibehalten zu können. Wenn du aus dem Brutto schaust, 10.000 und noch 4.800 werden. Und das ist nur das Ziel des Generationenkapitals. Ja? Das heißt, wenn das nicht kommt, dann fallen wir die 48% oder die Rentenbeiträge steigen noch stärker, um die 48% dann zu halten. Das zeigt im Prinzip ja, die Dramatik der Situation und dass wirklich Handlungsbedarf besteht für dich. Die zweite Geschichte, und das hat natürlich auch die Politik gesehen, dass das nicht reicht, um vor Altersarmut zu schützen. Deshalb ja die Idee des Altersvorsorgedepots. Die Idee, staatlich gefördertes Investieren unter anderem in Aktien und ETFs. Da gibt es vielleicht noch mal ganz kurz zum Generationenkapital. Wie weit ist es fortgeschritten? Hier ist der Umsetzungsstand. Es gibt den Referentenentwurf, es gibt einen Kabinettsbeschluss, also einen Gesetzentwurf quasi. Jetzt müsste es dann aber noch hier beschlossen werden. Das ist noch nicht beschlossen. Scholz hat es gestern in seiner Kündigungsrede gesagt gehabt, dass er unter anderem ja erst deshalb die Vertrauensfrage stellen möchte zum 15. Januar, weil ja noch wichtige Gesetze zum Wohle des Standorts Deutschlands beschlossen werden sollen. Unter anderem eben das hier. Hier seht ihr den kompletten Namen. Ob das gelingt, großes Fragezeichen dran. Denn eine Regierungsmehrheit ohne FDP ist ja nicht mehr im Parlament vorhanden. Und ob der Friedrich Merz jetzt hier noch ein paar Gefallen der
die politischen Gegner machen möchte, wo alle im Prinzip schon im Wahlkampfmodus geschaltet sind? Glaube ich nicht. Beim Altersvorsorgedepot, zurück dazu, die Politik ist sich bewusst, dass das Generationenkapital nicht reichen wird, um die breite Masse der Menschen vor Altersarmut zu schützen, beziehungsweise wenigstens vor tiefen Einschnitten beim Lebensstandard. Deshalb muss halt noch mehr getan werden. Wir haben hier den Referentenentwurf und hier geht es darum, dir zu ermöglichen, staatlich gefördert eben in Aktien und ETFs zu investieren. Das ist sehr liberal, der Entwurf. Das heißt, er legt dir sehr viele Freiheiten auf oder erlaubt dir sehr viele Freiheiten, wie du investieren möchtest. Konkret, du könntest dir die einzelnen Aktien beispielsweise aussuchen. Du könntest auch kaufen, verkaufen, steuerfrei durch eine Steuerstundung. Das wird erst am Ende versteuert werden. Und die Zulagen sind auch nicht schlecht. Das hätte kommen sollen. Es sollte auch deshalb kommen, weil es gibt zwar schon Alternativen, hier steht Alternativen, weil nicht erst seit gestern hat man gemerkt, dass die private Altersvorsorge zunehmend wichtig wird in der Politik, deshalb gibt es ja Riester. Aber hier steht schwarz auf weiß im Prinzip, wenn sich nichts ändern wird, dann wird die derzeitige Stagnation der Verbreitung der geförderten privaten Altersvorsorge, also Riester, sich fortsetzen bzw. verschärfen. Damit ist das hier gemeint. Das ist die Entwicklung der Anzahl der Riester-Verträge, die haben 2017 ihr Hoch erreicht und jetzt stagnieren sie bzw. sind rückläufig. Und so wie ich das verstehe, sind da die ganzen stillgelegten Riester-Verträge gar nicht berücksichtigt. Das heißt, davon wird auch viel nicht mehr bespart. Die Riester-Rente hat also nicht das erreicht, was man erreichen wollte. Stand es schon von Anfang an in der Kritik als zu komplex, zu teuer etc. Und deshalb eben also das Altersvorsorgedepot. Problem, es wird nicht kommen. Wir haben so eine sehr breite Akzeptanz des Altersvorsorgedepots, des Vorhabens, sowohl in der Bevölkerung als auch in unterschiedlichen Interessengruppen. Es gab eine Fokusgruppe, das war also kein reines Ding, was sich die FDP im Elfenbeinturm ausgedacht hat. Aber parlamentarische Mehrheiten sehe ich hier nicht. Und das, was ist, das von der FDP gekommen ist. Und wir auch nicht wissen, wie es mit der FDP weitergeht. Stichwort 5%-Hürde, gehe ich davon aus, dass das Altersvorsorgedepot so nicht kommen wird. Wir haben also großen Handlungsbedarf, du, ich, jeder im Prinzip selbst vorzusorgen, dass wenn wir irgendwann unser aktives Berufsleben verlassen, eben jetzt keine tiefen Einschnitte machen müssen in unserem Lebensstandard, vielleicht sogar arm werden. Jetzt kommt die gute Nachricht. So sehr wie die Politik hier leider versagt in der Umsetzung, so gut ist die Privatwirtschaft. Die Privatwirtschaft, wie so oft, muss es rausreißen. Und es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Ich habe den Aktienfinder gibt es seit 2017. Und 2018 haben wir ja das Starterdepot ins Leben gerufen, das erste ein richtiges Echtgelddepot, in das ich auch persönlich investiere, mit dem Ziel, ein passives Einkommen aufzubauen, durch dynamisches Dynamischeswachstum investieren in 20 Qualitätsaktien mit Aktiensparplänen. Und Aktiensparpläne sind wirklich aus meiner Sicht, da bin ich richtig Überzeugungstäter, das Mittel der Wahl für einen langfristigen Vermögensaufbau. So eine Art Überweisung oder Dauerauftrag, was man macht auf sein Depot und da werden dann Aktien gekauft, die man vorher mal definiert hat. Und wenn man Qualitätsaktien kauft, dann hat man die besten Aussichten, von dem zu profitieren, was wir hier wollen, langfristig steigen Kursen und Dividenden. Das Starterdepot läuft seit 2018 und läuft sehr gut. Und es gibt noch ein zweites, das Dividendendepot. Die beiden Echtgelddepots sind hier drin und in beiden werden jeweils 20 Aktien bespart. Jeder macht das natürlich mit seinem Geld, was er kann. Ich weiß auch durch persönliche Gespräche, aber natürlich auch durch das Feedback, wir haben ja eine sehr, sehr große Reichweite mittlerweile erlangt, dass viele Leute sich haben inspirieren lassen von diesen Echtgelddepots. Und es funktioniert. Es funktioniert. Der Vermögensaufbau mit Aktien funktioniert tatsächlich. Und dann möchte ich dir mal ein bisschen zeigen, auch um dich zu motivieren. Und ich mache mich jetzt etwas kleiner. Hier drücke ich mich in die Ecke. Und ich habe ja schon gesagt, hier sind die beiden Depots und du kannst sie echt anschauen hier.
Was ich jetzt nochmal machen möchte, ist, ich habe die auch noch parallel im Portfolio Performance hier. Und eine Geschichte ist ja, dass viele Leute Angst haben, an der Börse zu investieren, weil man kann ja mit Aktien Verluste machen. Und es ist tief, tief, diese Verlustangst ist tief, tief in die deutsche Seele eingebrannt. Und du wirst auch Verlust machen mit einzelnen Positionen. Da kann man, das wird immer so sein, aber es kommt darauf an, was unterm Strich rauskommt. Hier habe ich jetzt alle Positionen, die wir in den beiden Depots haben, realisiert und unrealisiert. Wir machen Buy and Hold and Check. Das heißt, wir kaufen was, es ist Buy, Hold. Wir halten das Unternehmen bzw. die Aktien langfristig, weil wir dem Unternehmen glauben. Aber wir gucken immer mal wieder, ob wir nach wie vor überzeugt sind von den einzelnen Aktien bzw. Unternehmen. Und ganz selektiv wird mal was ausgetauscht. Wir haben im Digi-Dividenden-Depot, was wir Anfang 2023 ins Leben gerufen haben, noch keine Aktie ausgetauscht. In den 7 Jahren Starterdepot mal 4 Aktien ausgetauscht bzw. realisiert. Das siehst du dann hier, wenn beim Einstandspreis hier dann eine Null ist bzw. beim Marktwert eine Null. Und da gibt es dann auch Verluste. Jetzt möchte ich einfach mal zeigen, dass es hier tatsächlich einige Aktien gibt, die wir sowohl von denen noch halten, als auch andere Aktien, die wir mit Verlust verkauft haben. Haben wir also die Verluste realisiert und umgeschichtet, aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn man das alles zusammen summiert, diese Verlierer hier, dann kommt man auf ungefähr 2.000 € Kursverlust. Und das ist natürlich in absoluter Summe gesehen schon ein ordentlicher Batzen Geld. Wenn wir jetzt aber mal hier hochgucken, da sehen wir die ganzen Gewinner. Und wir haben alleine schon hier eine Aktie, die da oben ist, die überkompensiert schon diese ganzen Verliereraktien. Oder auch die zweite hier mit ungefähr 2.000 € im Plus wiegt ungefähr alle Verliereraktien auf. Dann haben wir noch die ganz, ganz vielen Aktien, die alle im Plus sind. Und dann kommen ja noch die Dividende oben drauf. Das hier ist die Dividende. Das haben wir gar nicht berücksichtigt. Auch die Verliereraktien haben ja Dividende ausgeschüttet. Teilweise schütten die sogar mehr, haben auch die, wie American Tower hier, mehr Dividende ausgeschüttet, als wir Kursverluste haben. Das heißt, unterm Strich ist da gar nicht so viel dann verloren gegangen. Die ist auch noch nicht verkauft worden, die kann ja dann auch noch steigen. Und das ist das Typische. Wenn man in Qualitätsaktien investiert, dann ist das das typische Bild. Wenn man langfristig dabei bleibt, man hat sehr viel im grünen Bereich, aber man hat auch ein paar Verlierer. Aber wie gesagt, tut nicht so weh, weil die im grünen Bereich, die überkompensieren die Verlierer. Und dann wird es eben noch schöner, weil diese Spalte Dividende hier, das sind die Dividendenzahlungen, und dann siehst du, wie hier Jahr für Jahr im Monatsvergleich die Dividenden steigen. Wie stark sie steigen, das hängt natürlich ab von dem Kapital, das du investieren möchtest bzw. kannst. Ich habe meines angehoben. Ich habe zuerst 500 € investiert ins Starterdepot und dann, als das Digi-Dividenden-Depot ich noch ins Leben gerufen habe, 1.000 € investiert pro Monat. Also ich investiere jeden Monat 2.000 € hier, jeweils 1.000 € in das Depot. Wenn das jetzt für dich zu viel ist und das kann gut sein, dann investierst du halt so viel, wie du kannst. So viel Geld, wie du erübrigen kannst. Das können 500 € sein, es können 250 € sein. Das ist eben das Hervorragende. Wenn ich sage, es hat sich sehr viel getan in der Privatwirtschaft, dann meine ich damit vor allem die Broker. Als wir angefangen haben mit dem Starterdepot 2017, da gab es schon Aktiensparpläne, aber da waren nicht so viele Aktiensparpläne. Also für nicht so viele Aktien sind Aktiensparpläne angeboten worden. Heute sieht es ganz anders aus. Man hat eine so schöne Auswahl an Aktiensparplänen. Ich kann das auch mal hier zeigen im Aktienfinder. Da sagen wir ja, welche Aktie sparplanfähig ist, bei welchem Broker. Hier zum Beispiel. Hier, das siehst du das. Man sind wirklich sehr, sehr viele Aktien mittlerweile sparplanfähig. Vor allem die mit hoher Marktkapitalisierung und die meisten Qualitätsaktien sind eigentlich sparplanfähig. Also man hat eine sehr schöne Auswahl und kann sich dann auch unterschiedliche Anlagestrategien damit zusammenzimmern. Und das Schöne ist auch, dass die Konditionen immer besser geworden sind. Du kannst mittlerweile, also als ich angefangen habe mit dem Starterdepot, da musstest du mindestens 25 € in eine Aktie monatlich investieren mit Aktiensparplan. Mittlerweile geht es mit 1 €. Und mittlerweile sind die Konditionen auch noch günstiger geworden. Das heißt, die Kosten, die mit dem Aktiensparplan verbunden sind, sind noch niedriger geworden. Es gibt eigentlich
Also wenn du jetzt nicht wirklich arm bist, sondern ein bisschen was zurücklegen kannst, dann kannst du auch in Aktien investieren und langfristigen Vermögen aufbauen. Ist meine Meinung. Du kannst auch schon mit 100 Euro beispielsweise, theoretisch sogar mit noch weniger und mit 50 Euro schon Vermögen aufbauen. Ist auch durchaus sinnvoll, weil du lernst dann bereits das Investieren mit kleinem Geld. Und wenn du mehr Geld verdienst, weil dein Gehalt steigt, dann hast du schon diese Erfahrung gesammelt und machst auch noch weniger Fehler und investierst das Kapital mehr. Weil wenn du viel Geld hast und viel Geld investierst, kannst du, wenn du es erstmal falsch machst, ja auch mehr Geld verlieren. Insofern, je früher du einsteigst, umso besser. Und die Bedingungen sind jetzt mittlerweile wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich mache das auch. Lustig ist, dass ich habe nie eine Dividendenstrategie gehabt. Ich investiere seit 1997. Ich habe nie eine Dividendenstrategie gefahren gehabt, obwohl ich natürlich wusste, dass ich hab nichts gegen Dividenden, aber ich habe nie explizit eine Dividendenstrategie gefahren. Und durch das Standarddepot dann auch, weil da ja auch mein Echtgeld drin ist, das hat erst da ist deshalb angefangen, weil es ja auch eine Glaubwürdigkeit vermittelt, wenn man mit seinem echten Geld investiert. Und ich habe das gemacht und mittlerweile macht mir das auch so Spaß, die Dividenden wachsen zu sehen. Und ich habe ja hier jetzt auch schon Dividendeneinkünfte, also Starterdepot und Digi-Dividendendepot zusammen. Hier gibt es schon 4 Monate jetzt in 2024, wo es immerhin über 220 Euro Dividende gegeben hat. Hier gab es mal fast 300 Euro Dividende. Und nächstes Jahr wird es noch mehr sein. Nächstes Jahr sind es wahrscheinlich 6 Monate oder so, wo ich über 200 Euro kriege und ein paar Monate schon, was über 300 Euro an Dividenden sind, quasi so nebenbei. Und auch der Vermögensaufbau, ich glaube, das sieht man hier, ne? Jawohl. Auch der Vermögensaufbau ist natürlich toll. Also das war das Starterdepot hier, erstmal nur das Starterdepot, das hier, die Fläche, und dann kam das Digi-Dividendendepot dazu und beide kumuliert. Da steigt das Vermögen jetzt hier mit diesen beiden Depots, liegt momentan hier bei um die 95.000 Euro. Ich bin jetzt 51 Jahre alt. Ich will mich nicht älter machen, als ich bin. Ich bin jetzt 51 Jahre alt. Ich lasse es weiterlaufen. Und in 10 Jahren wird es deutlich mehr sein als heute. Da habe ich dann auch schon ein schönes passives Einkommen mit Dividenden. Also unabhängig davon, ob ich das bräuchte oder nicht, ob bei mir jetzt die Altersarmut droht oder nicht. Aber es ist einfach schön, sage ich mal. Es macht Spaß und natürlich macht es auch vor allem Spaß, das Ganze hier zu begleiten. Wir aktualisieren das ja jeden Monat. Aktualisieren wir hier im Echtgelddepot entsprechend die Zahlen. Und wir wissen, dass wir damit auch was Gutes tun und Menschen inspirieren, hoffentlich auch dich, entweder schon inspiriert haben, vorzusorgen oder noch inspirieren werden. Und wie du jetzt loslegen kannst, wenn du da mitmachen möchtest und du machst noch nicht, dann wäre das hier ein guter Einstieg. Das ist das sogenannte Starterpaket, weil was du zunächst ja immer erst machst, ist, du holst dir einen Broker. Also die 4, 5 Broker hier, die kämen in Frage. Da gibt es Aktiensparpläne. Und zuerst holst du dir einen Broker. Und was du dann noch machen kannst, wenn du in Aktien investieren möchtest, sollte es dir natürlich Spaß machen, Aktien, ganz klar. Du kannst das Ganze auch mit ETFs machen. Dann kommst du hier noch den Aktienfinder 3 Monate gratis oben drauf. Das heißt, du klickst dann hier ein, gibst deine E-Mail-Adresse rein, dann können wir dich dann dadurch zuordnen. Dann schreiben wir dir die Premium-Mitgliedschaft im Aktienfinder gut. Und dann kannst du hier auch im Aktienfinder beispielsweise einzelne Qualitätsaktien aussuchen, die du dann besparen möchtest und dich natürlich dann auch noch inspirieren lassen hier von dem Starterdepot oder dem Digi-Dividenden-Depot, falls eine Anlagestrategie falls eine Dividendenstrategie dem entspricht, was du machen möchtest. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Das Altersvorsorgedepot ist tot, es lebe das Altersvorsorgedepot, es lebe dein Altersvorsorgedepot. Wenn irgendwann ja doch noch was kommen sollte, und ich gehe auch davon aus, dass irgendwann die Politik doch die private Altersvorsorge nochmal reformieren wird, dann, und es gut sein sollte, dann können wir das natürlich auch noch parallel mitnehmen. Solange sind wir jedoch ausschließlich auf uns selbst gestellt. In diesem Sinne wünsche ich dir gute Investments, fang mit an.